Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ja, und auch wenn es jetzt so aussehen könnte, nein, wir kamen nicht aus dieser unheimlichen Höhle raus und haben diese Person auf dem Rücken gerettet. Nein, wir haben diese Person auf dem Rücken verkleidet und bringen sie in diese unheimliche Höhle rein. Muhaha, nämlich die Mondhöhle. Diesmal gibt es hier kein Schutzschild. Diese Orochi muss glauben, dass sich niemand hierher trauen wird. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Ganz egal, wie unvorbereitet dieser Lindwurm ist. Ich meine, wenn du mal darüber nachdenkst, du hast es geschafft, Orochi vor 100 Jahren zu besiegen. Aber du bist auch gestorben. Und du warst damals auf dem Höhepunkt deiner Macht. Die Legende besagt, dass du jedes Jahr zur Zeit der Opferung erschienen bist. Damals wurdest du Shiranui genannt. Und man hielt dich für ein Monster. Also, warum bist du nicht direkt zu Orochi gegangen und hast ihn weggeputzt? Nun, ich schätze, du wirst deine Gründe gehabt haben. Aber ich wette, es hat diesen Orochi denken lassen, dass du ein großer Feigling bist. So wie der da. Hä? Wo bin ich? Was um alles in der Welt? Warum trage ich denn das? Hey Alter, du bist endlich wieder zu dir gekommen. Erst kannst du vortäuschen, das Menschenopfer zu sein und Orochi erschlagen. Dann wird Nami für dich für immer dein sein. Wovon redest du da? Oh ja, natürlich. Ich bin Nagi, der größte Krieger aller Zeiten. War ja ein kurzes Vergnügen. Aber cool in Szene gesetzt. Definitiv. Mach dich bereit, Amy. Es geht los. Kampfgebrüll. Da kommt wahrscheinlich gleich der erste Kopf raus. Ja. Bam. Und hat sich das Menschenopfer geschnappt. Und geblickt, dass es eine Fälschung ist. Dü-dü-dü-düm. Ach, jetzt ist es schon. Sieht so aus, als ob Orochi den Unterschied zwischen einem Mann und einer Jungfrau schmecken könnte. Nun, das war's, Amy. Mach dich bereit. Wir werden uns gleich Orochi stellen. Ach je. Mondhöhle. Ja. Da ist doch irgendwas auf dem Weg. Was ist das? Hallo? Was bist du? Sieh, Amy. Das Sake-Fass. Erhalten 8 Purification Sake. Zu schade, dass Orochi es nicht verschluckt hat, als er versucht hat, den Alten zu fressen. Ich vermute, die Dinger sind niemals so einfach. Es ist halt nicht einfach zu... Es ist halt nicht zu Ende, bevor es zu Ende ist. Ich meine, der Kampf ist noch nicht entschieden, oder? Aber wenn wir jetzt hier vor 100 Jahren Orochi endgültig besiegen, ändert das dann nicht die Geschichte in der Gegenwart? Was wird denn aus der Gegenwart? Welche Auswirkungen wird das Ganze haben? Ich weiß es nicht, aber wir gehen da jetzt einfach hin. Ich meine, wenn wir wirklich von der Gegenwart in die Vergangenheit gereist sind, um das hier zu machen, dann kann es eigentlich keine wirklichen Auswirkungen auf die Gegenwart haben, oder? Wie auch immer. Zack! Da ist das Ding. Hey, ist das nicht... Ich nehme kurz einen Schluck. Okay.
Eine böse Macht hat mich in diese Höhle gelockt. Und jetzt, da du auch hier bist, gibt es gar keinen Zweifel mehr. Das hier muss Orochis Höhle sein. Dann ist auch er durch das Geistertor durch. Amy, da ist jemand bewusstlos. Oh nein, es ist Lika. Ach so. Ja, das hätte ich jetzt vor lauter Vergangenheitsflash fast vergessen. Stimmt, die gilt es ja auch noch zu retten. Auf ein neues, Leute. Das ist also dieser verfluchte Orochi. Amy, diesmal ist das wirklich ernst. Erinnerst du dich? Du hast Orochi auf dem Höhepunkt deiner Kraft nur ganz knapp besiegen können. Und am Ende bist du auch gestorben. Auf dem Höhepunkt der Kraft, ja. Deswegen auch jetzt nochmal ein Kampf gegen Orochi, wenn man eben mehr Herzen und Tinte und sowas hat. Weil jetzt sind wir dadurch, dass es eben später im eigentlichen Abenteuer ist, auf dem Höhepunkt der Kraft. Norden, wie könnt ihr es wagen, euch mir entgegenzustellen? Ich werde mein 100. Opfer verspeisen und der Gott der Unterwelt werden. Dann werde ich ewige Finsternis über das Land bringen. Aber erst werdet ihr dafür bezahlen, dass ihr meine dunkle Zuflucht mit eurer Anwesenheit beschmutzt habt. Ich bin ein Fremder in diesen Landen. Deine Worte bedeuten mir gar nichts. Aber Coton wird jetzt dein Blut vergießen. Das sollte mehr als genug sein, um seine Bedürfnisse für immer zu befriedigen. Nein, Oki, warte! Lika ist auf Orochis Rücken. Das ist mir egal. Orochi wird mein ultimatives Opfer an das heilige Schwert. Coton wird die Bestie bis auf ihre blanken Knochen verzehren. Hey! Das ist schlecht. Das Hack ist noch nicht einmal fertig. Ja, aber es scheint ja schnell zu gehen. Jetzt ist er fertig. Mir wurde irgendwie gesagt, ich habe das letzte Mal einen ziemlichen Fehler gemacht, indem ich wohl die Köpfe schon alle aktiviert habe. Na. Darf. Sauf. Hast du es gesoffen? Komm, du hast doch gesoffen, oder? Ja, genau, genau. Zack. Zack. Hä? Wieso nicht? Bleibt er jetzt ewig benommen? Oh, guck mal, da hinten rechts. Da war gerade der andere. Eine Karte haben wir auf jeden Fall nicht. Jetzt ist er hinten links. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er hinten rechts. Also er scheint wirklich benommen zu bleiben, aber ich kann ihn nicht irgendwie. Komm. Sauf. Hat er es schon gebrüllt? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Der brüllt schon. Der brüllt schon. Brüllt mir ein bisschen zu früh, ehrlich gesagt, für meinen Geschmack. Aber ich hab ihn. Ich hab ihn erwischt.
Das ist die Hauptsache. Ja, komm, mach was. Trau dich. Na. Hab ich dich. Das ist die Hauptsache. Da kannst du mich ruhig gerne erwischen. Ich hab dich. Oh. Scheiße. Oder? Ich hab dich doch. Wieso bist du nicht benommen? Ja gut, dann gehe ich mal zum Wasserkopf. Ja, Gottchen. Ja, genau, brüll. Und sauf. Ja. Du sollst auch. Bitte. Ah, ist schön. Kann ich da... Nee, kann ich nicht. Ja, bitte lass mich hoch. Jetzt. Komm, 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 komm. Ach, jetzt hat er wieder ein Schild drin. Schnell raus hier. Bam, bam, der lasert und er darf saufen gehen. Genau. Jetzt blitzt der hier ein bisschen rum. Nicht blöd gucken, brüllen. Der guckt blöd. Ja, brüllst du jetzt? Ja. Perfekt. Ja, komm, mach mir Seerosen, genau. Kann ich dich jetzt... Flupp. Genau. Und brüll. Du musst es einfach nur provozieren, dass er brüllt. Ach so, und man muss ihn jetzt teilweise doppelt abfüllen, oder wie? Ich glaube, ich habe ihn getroffen, das ist meine Hauptsache. Der macht jetzt wieder Wasser, ist okay. Wo kommen die Seerosen? Hier. Zack. Geh wieder hoch. Brüll und sauf. Ja, jetzt ist er komplett benommen. Dann gehe ich mal zu dem Kopf hier wieder rüber. Vorsichtig, vorsichtig. Autsch. Und provozieren und jetzt müsste er eigentlich laut Bewegungsmuster brüllen, genau. Ja, diesmal reichen zwei, gut. Bam! Kann ich die jetzt einfach... Achso, ich muss die angreifen, ne? Oh! Oder nochmal besoffen machen. Ach komm, 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 komm. Sauf! Ich muss vorne angreifen. Zack, zack. Schade. Ja, los, brüll doch. Genau. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ein längerer Part werden, aber... ich sollte vielleicht wieder die Perlen ausrüsten. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal eben. Ja, was machst du jetzt? Ach, jetzt machst du wieder den hier. Okay, cool. Gut. Perfekt. Leg dich nieder, genau. Ja, damit ist es einfacher. Vor allem, da auch mein Schild schneller auflädt. Kann ich dich jetzt abschlitzen?
Oder bist du einfach so tot? Okay. Was machst du? Ach so. Ups. Hier. Trink. Sauf. Komm, komm, komm. Komm. Na. Er war gut dabei. Und jetzt aufschrecken. Und jetzt müsst ihr wieder brüllen. Das ist sein größter Fehler. Weil da können wir ihn wieder abfüllen. Weniger brüllen, mehr abfüllen. Und kräftig schütteln. Um ihn zu attacken. So, ja, da bist du platt, wat? Auf zum nächsten. Ach, du bist der Dunkelheitskopf. Den mag ich nicht. Dich mag ich nicht. Ja. Darum musst du jetzt dran darunter leiden, dass ich dich nicht mag. Du Dunkelheitskopf. Scheiß auf das Schild, das kriegen wir eh gleich wieder. Der Vorteil, wenn man die eben so nacheinander platt macht, ist natürlich auch, dass wir nur von einer Seite einen Kopf haben, der mit attacken will. Durch dieses Rum-Iron. Und zwar von der linken, weil der rechte ist ja schon K.O. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher, weil man auf nicht ganz auf so viel achten muss, wie wenn man das jetzt durcheinander machen würde. Zack! Das war der dritte. Komm schon. Au! Ah! Ja, brüll rum. Ist okay. Habe ich dich getroffen? Ich glaube. Ja. Ich habe ihn getroffen. Und wieder ordentlich schütteln. Also die liefern Bedingung. Ja, wieso? Greift er jetzt nicht mehr an? Ja, toll, ist klar. Wieso wollte der nicht mehr angreifen? Was soll die Kacke? Ja, mach ruhig. Und brüll rum. Los, brüll. Danke. Ja, da legst dich nieder. Ich muss es jetzt wahrscheinlich dreimal machen, weil ich jetzt wahrscheinlich nicht genügend Damage reinknüppeln werde. Oder? Oder? Ah, okay, doch. Was bist du denn jetzt für ein Kopf? Der Blitzkopf. Aber nicht uns Blitzdingsen, bitte. So. Provozieren. Ja, brüll mich an. Los, brüll mich an. Genau. Einfach mal ganz provokativ provokaten. Eigentlich müsste ich gleich mal, wenn der wieder hochgeht, der Kopf, kurz was gucken. Im Menü. So. Habe ich denn eigentlich dieses Teil hier schon geupgradet? Ich glaube. Ich glaube, ein Goldstab. Ja, ich habe sogar noch zwei Goldstab dabei. Ja, gut, ich habe es schon geupgradet. Okay. Au. Egal. Provokaten. Man könnte es dir sagen, dass diese Feuerkugeln, die überall runterkommen, nervig sind. Das sind sie ja auch. Aber nicht wirklich störend. Weil irgendwie, die treffen ja gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Kopf die macht, falls die überhaupt Kopf macht oder die nicht von der Mitte herkommen. Aber sie sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Das ist ziemlich cool. Und provokaten. So. Zack, zack, zack. Ich habe einen grünen Schild, da kommst du nicht wirklich durch. Hast mir aber schon irgendwie Schaden gemacht. Echt, stand ich schon teilweise ohne Schild da? Das war vielleicht noch am Anfang, wo ich noch mit dem Schwert gekämpft habe. Bzw.
beziehungsweise als ich noch mit dem Schwert gekämpft habe. Will ja hier korrektes Deutsch sprechen, ne? So. Hier, trink. Fries oder trink. Zack, zack, bam, boom. Und gleich ist der Kopf auch K.O. Das ist ja leicht. Oh nein, nicht der Windkopf. Trink. Ich weiß gar nicht, wie ich da komplett ausweichen soll, aber es ist mir auch relativ wurscht. So. Ja, der andere schnappt jetzt natürlich auch nach mir. Na, na, na. Trinken. Boah, ich hab's. Wahnsinn, ich hab's geschafft auszuweichen. Diesem Mini-Wirbelwind hab ich zum ersten Mal geschafft auszuweichen. Einen kleinen Wirbelstürmchen. So. Jetzt sind nur noch du und ich übrig. Na, Digga. War wohl nix. Ja, willst du jetzt nicht brüllen? Oh ja, du bist ja so gefährlich. Hier, trink. Okay, es scheint keinen Kopf zu machen, weil sonst wäre das ja jetzt weg. Das heißt, es ist sogar egal, in welcher Reihenfolge ich mache, weil das eh immer da sein wird. Ja, komm, trau dich was. Oh, okay. Ja, komm schon. Trink. Es müssten vielleicht gleich fünf Viecher von rechts kommen, die sollten mich aber nicht weiter stören, weil der Kopf ist K.O. So, was passiert jetzt? Nanu? Hey, geh aus dem Weg! Ah, scheiße, ich hab's versehentlich ge... Kann ich da zurück? Scheiße, ich hab die falsche Taste gedrückt! Ah! Ich werde mal schauen, dass ich die Aufnahme von irgendwo anders hernehme, hier reinschneide und halt selber synchronisiere, weil das war ja nur eine Zwischensequenz. Aber Leute, das ärgert mich jetzt. Hey, geh aus dem Weg. Schweig. Couton, erwache. Die Zeit ist gekommen, silbern zu glühen. Gewähre mir die Kraft des Himmels. Was zur Hölle? Okay. Ich verstehe das nicht. Warum will Couton nicht erwachen? Warum, Couton? Warum? Bleib sofort stehen, widerwärtiger Lindwurm. Amy, ist es der ich glaube, dass es ist? Vernehm dies, Nagi, der größte Krieger aller Zeiten und von diesem Tag an Schutzgottheit des Dorfes Kamiki. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt den Hilflosen antun willst. Deine Zeit ist vorbei, spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Na, super Landung. Shiranui, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber Orochi gehört mir. Ich werde die Bestie besiegen. Die Zeit ist gekommen. O große Götter des Himmels, lass diese dunklen Wolken verschwinden.
wohnt im Untergang der Bestie durch mein treues Schwert Bokunejin bei. Warte, das hört sich alles irgendwie vertraut an. Ach ja, die Legende von Nagi. Sein Schwertgewand machte über das Böse, als der Mond draußen schien. Wenigstens sagt man das so. Zack. Hey, mach hin und lass den Mond erscheinen. Ach so, danke, Isun. Jetzt warst du endlich mal was zu was gebrauchen. Zu gebrauchen, weil man die Zwischensequenzen, die für die Story wichtig sind, auch skippen kann, was totaler Schwachsinn ist, meiner Meinung nach. Da wäre es an Sachen wie Konohana wichtiger, dass man sie skippen kann, aber da geht's halt nicht. Hörst du wohl auf, rumzuspinnen? Ja, schön. Wir brauchen den Mond da draußen. Und wir brauchen ihn jetzt. Ja, dann mache ich. Ich mache ja schon. Mann, das ärgert mich jetzt. Jetzt habe ich nicht das volle Erlebnis selber, aber... Sein Schwert, es... Wo kommt der überhaupt her? Vielleicht sollte ich mir das jetzt gleich angucken. Kleinen Moment, ich pausiere mal eben die Aufnahme. Okay, also da habe ich eine sehr epische Szene verpasst gehabt. Aber wenn ich die jetzt nicht versehentlich geskippt hätte, dann ja, wäre mir auch klar gewesen, warum ich den Mond zeichnen soll. Eine sehr, sehr epische Szene auf jeden Fall. Wie gesagt, ich werde sie hier reinschneiden. Gut, eine kleine Bruchlandung gab's, aber okay. Sein Schwert, es... Hm? Was für eine Teufelei ist das? Mein Schwert, es glänzt auf einmal golden. Das muss die Hilfe des Himmels sein. Ich werde dieses göttliche Geschenk mit aller Macht führen. Nagi-Stil, Klinge der Wahrheit. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das! Okay. Gute! Ich hab doch... Hallo? Ist das alles, was du zu bieten hast? Voll das blaue Auge bekommen. Ich werde dir zeigen, wie man richtig kämpft. Das! Gute! Führt! Also ich muss die Köpfe treffen. Dem! Bösen! Niemals! Unterliegen! Jetzt das Stärkste in dem Nagi-Kampfstil-Künsten. Göttlicher Spalter! Wow! Sehr nice. Ach, das ist Lika, ne? Noch ein göttliches Instrument. Auch das war natürlich nicht das Ende. Wir haben ja den Herrn des Bösen schon mal gesehen und es war nicht Orochi. Göttliches Instrument, Donnerklinge. Schwert mit dem Geist des Blitzes. Nutzt Macht des Blitzes. Ja. In dem Moment, als die Legende von Nagi sich erfüllte. Es war der schönste Anblick, den man sich nur vorstellen kann. Im Mondlicht gebadet, funkelte und reflektierte Nagis Schwert goldenes Licht. Und mit dem Sieg über Orochi wurde die Bestie für 100 Jahre gebannt. Das Schwert wurde Tsukuyomi getauft und in der Mondhöhle aufbewahrt. Die kleine Lika, das Mädchen vom Oina-Stamm, das von Orochis dunklen Kräften verflucht worden war, wurde von ihrem Fluch befreit und wurde wieder normal. Aber einer, nämlich Oki, zeigte nicht solche Zeichen der Erholung.
Orochis Kräfte hatten seinen verzweifelten Angriff vereitelt. Ja, da war ja was in der Zwischensequenz. Trotz der unglaublichen Gefahr hatte Kuton nicht seinen silbernen Glanz gezeigt. Okis Herz brannte bei dem Gedanken daran, was Nagis Schwert geschafft hatte. Weil er in seinem Innersten beschämt und rasend vor Wut war, schlich er sich unbemerkt in der Dunkelheit davon. Ja, den werden wir sicher noch mal wiedersehen. Was? So scheiße war ich doch gar nicht, hallo? Ja, okay, dann war ich halt scheiße. Danke, Spiel. Ich hab bis gedacht, ich war hier voll gut und so. Okay, brauche ich nicht. Das zweite brauche ich nicht synchronisieren. Okay. Ich habe die Bestie besiegt. Ich, Nagi, habe den verfluchten Orochi besiegt. Das wissen wir nun ja schon. Wirst du jetzt endlich aufhören, dich ständig zu wiederholen? Ich preise deinen Mut, Shiranui. Aber ich war es, der die widerliche Bestie erledigt hat. Ja, wie auch immer. Das Fellknäuel hier hat die ganze Arbeit gemacht. Aber egal. Wo ist Oki hin? Er ist verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Nun, zumindest haben wir Lika gerettet. Ach je. Ja, jetzt geht wieder die Dunkelheit raus, oder wie? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Was hat dieser Orochi jetzt vor? Ich dachte, er wäre tot. Hey, Alter, komm lieber schnell her. Schnell! Déjà-vu. Oder so ähnlich. Alter! Au! Shiranui? Amy? Also gibt es doch eine Shiranui? Du hast mir das Leben gerettet. Ja, ich geh da schon raus, meine Güte. Und ein weiterer Kuropoke. Hey, ihr beiden! Dieser Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Ishaku! Jetzt verschwindet von hier, solange ihr noch eine Chance habt. Ist das der alte Ishaku? Ach Gottchen. Das erklärt natürlich einiges. Ja. Wie in der Legende erzählt am Anfang, hat er Shiranui mit ins Dorf gebracht. What the fuck? Ja, hallo, ich hätte gern mal erstmal die Chance gehabt, an meinen Controller zu greifen und so. Aber okay, nein, es geht direkt los. Ich habe vor lauter Zwischensequenzen nämlich den Nunchuck losgelassen gehabt und da ist eben der Control Stick dran. Und ja, da musste ich natürlich erstmal wieder zurückgreifen. Aber es ging direkt weiter. Weißt du, dieser Wolf, der Nagi geholfen hat, das war Shiranui. Oder mit anderen Worten, das warst du vor 100 Jahren. So hat dich dein Ende ereilt, nachdem du mit Opa gereist warst. Du hast den verfluchten Orochi bekämpft und besiegt, nur um selbst auch zu sterben. Wieso? Bist du das? Hm? Lika? Wir haben uns ja schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Nur schade, dass wir uns auf diese Weise wieder treffen. Aber was hat dich dazu gebracht, durch das Geistertor zu gehen? Geistertor? Was ist das? Ich erinnere mich nur an zwei Eulen, die mir in einem Traum erschienen sind. Nein, keine Eulen. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen im Wald zu spielen. Das Nächste, was ich weiß, ist, wie ich hier aufwache. Gott sei Dank bist du mit deinem Hündchen gekommen, um mich zu retten. Du hast
ein Traum von zwei Eulen? Sind die Schutzgottheiten von Kamui nicht Eulen? Warum sollten dich die Eulen hierher führen? Eine gute Frage. Das ist ein seltsamer Einblick. Sieh, Amy, die Sonne. Sie beginnt zu verschwinden. Der Tag der Finsternis ist gerade dabei zu beginnen. Diese Sonnenfinsternis, die einen ganzen Tag dauert, kommt nur einmal alle 100 Jahre. Tag der Finsternis? Was ist das? Es sieht so aus, als wenn ein großes Stück von der Sonne abbeißen würde. Als wenn ein großes Stück abbeißen würde. Amy, du bist die Göttin der Sonne. Was passiert mit dir, wenn die Sonne verschwindet? Sonnengöttin? Was ist das? Lika, du kannst die Vulkanbeschwörung durchführen, oder? Damit werden die gefrorenen Gipfel des Itsufuchi zur Eruption gebracht, stimmt's? Du solltest das lieber schnell machen, wenn du es nicht tust, dann wird Kamui für immer einfrieren. Vulkanbeschwörung? Was ist das? Du meinst das Gebet, das wir an den Berg am See richten? Ja, ich kann das Gebet des alten Kemo perfekt nachmachen. Er hat mir sogar gesagt, dass ich es sehr gut mache. Ich weiß. Deshalb brauchen wir deine Hilfe im Dorf. Los, weiter, Amy. Zurück nach Webkir. So schnell, wie du nur kannst. Ja, so schnell, wie du nur kannst, aber im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part, der wohl wirklich etwas länger sein wird. Auch trotz diesem Fail meinerseits, dass ich versehentlich die Sequenz weggeklickt habe. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht vergesse, die reinzuschneiden. Ja, über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns dann auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Okami. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.